Im letzten Experiment hier auf meinem Kanal haben wir gemeinsam geschaut, ob es ein Torwart mit einem Rating von 99 tatsächlich schaffen kann, einen Drittligisten mit der zweiten Mannschaft von Werder Bremen in der Bundesliga zu halten und haben im Endeffekt festgestellt, dass dies wirklich geklappt hat. Findet ihr auch nochmal oben rechts in der Infocard verlinkt. Für das heutige Experiment hingegen stellen wir uns quasi die gegenteilige Frage, ob es eben nicht ein Torwart, sondern ein Stürmer mit einem Rating von 99 schaffen kann, eine Mannschaft aus der dritten Liga vom Abstieg aus der Bundesliga fernzuhalten. Dafür transferieren wir jetzt erstmal mit Robert Lewandowski einen der besten Stürmer in FIFA 18 vom FC Bayern München, wie auch schon Manuel Neuer zur zweiten Mannschaft von Werder Bremen. Heben dazu dann auch noch seine jetzt schon unglaublich starken Stats nochmal ein bisschen an. Um genau zu sein, stellen wir einfach jeden Wert, den Robert Lewandowski hat, ja auch die Torhüterwerte, werden wir alle jeweils auf 99 stellen. Damit haben wir unseren Alleskönner mit 99er Rating für die Stürmerposition gefunden, ihn zur zweiten Mannschaft von Werder Bremen transferiert und damit würde ich sagen, hält uns gar nicht mehr so viel auf, um ins Experiment reinzustarten. Wieder einmal muss die erste Bremen-Mannschaft für die zweite aus der Bundesliga weichen. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch solche Experimente gefallen und ihr in der Zukunft mehr davon sehen möchtet, würde ich mich auf jeden Fall mega darüber freuen. Letztes Experiment hatte über 3600 Likes und 50.000 Klicks, dafür ein fettes Dankeschön. Ich würde mal sagen, für das heutige Video setzen wir uns quasi vielleicht mal als Like-Goal die Like-Anzahl des letzten Experiments, also die 3600 Likes vielleicht auf das heutige Video sogar zu toppen. Hashtag Road200k, Leute, ein fettes Dankeschön für mittlerweile über 97.000 Abonnenten, also wie es momentan in den letzten Tagen seit vielleicht über einer Woche abgeht, ist auf jeden Fall mega nice. Wie gesagt, der Oktober war ja nicht der stärkste Monat, deswegen bin ich umso glücklicher, dass es diesen Monat wieder besser läuft. Also sehe ich irgendwie, dass ich selber wahrscheinlich nicht viel falsch gemacht habe, sondern es einfach wahrscheinlich an YouTube lag, dass der Oktober so ein bisschen schleppend war. Falls du da draußen den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann tu das Ganze auf jeden Fall sehr gerne. Ist komplett kostenlos, du verpasst in der Zukunft keinen weiteren Content und unterstützt mich natürlich auf meinem Weg zu den 100.000 Abonnenten. Also Leute, fleißig weiter abonnieren, ein Teil der Hashtag DGTVAMI werden und dann erreichen wir hoffentlich vielleicht in den nächsten Wochen die 100.000 Abonnenten. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich die Karriere selber aus Versehen mit Werder Bremen 2 gestartet habe. Wir hatten das Ganze ja auch beim ersten Experiment so gemacht, dass wir die Karriere mit irgendeinem beliebigen Bundesliga-Verein starten, um das Ergebnis quasi nicht zu verfälschen und das Ganze werden wir machen. Wir sehen uns gleich wieder. Dieses Mal die Karriere nicht mit Hannover 96, sondern mit dem Hamburger SV gestartet, aber ich würde sagen, das spielt auch keine große Rolle. So, jetzt ist mal, bevor wir reinstarten, der kurze Check, ob auch wirklich alles geklappt hat. Wir gucken in die Bundesliga-Tabelle und sehen da Werder Bremen 2 auf der 17 und schauen da noch kurz in die Mannschaft. Vorne Werder Bremen 2, gehen da auf die Stürmerposition und da müsste irgendwo, da haben wir ihn, habe ich einfach komplett übersehen, Robert Lewandowski mit einem 99er Rating, einen Marktwert von 229,5 Millionen und einem Gehalt von satten 390.000 Euro die Woche und hier stellt sich schon wieder mal die Frage, bekommt der Rest der Bremen-Mannschaft überhaupt Gehalt oder geht das alles an Robert Lewandowski? Ein Fall für Galileo Mystery. Die eigentlichen Ratings von der Bremen-Mannschaft kennen wir ja mittlerweile doch relativ gut. Wir haben das höchste Rating von dem guten Mann hier mit einem 68er Rating und ansonsten die Ratings so im standardmäßigen 60er Bereich, würde ich sagen. Wir werden das Ganze wie beim ersten Experiment machen, sprich wir werden einmal gucken, wo die Mannschaft nach 3 Spieltagen steht, wo sie nach einer halben Saison steht und dann natürlich zum Ende der Saison. Also würde ich sagen, springen wir dann mal zum ersten Spieltag. Erster Spieltag für uns, es geht ran gegen Augsburg. Ja, hier geht es schon ganz schön drunter und drüber nach 7 Minuten. 2 Tore auf beiden Seiten. Wir schauen mal nach unten. Erster Spieltag gegen Hoffenheim und da sehe ich schon das erste Tor von Lewandowski, aber trotzdem geht Hoffenheim mit 2:1 in Führung. Man muss ja sagen, die zweite Bremen-Mannschaft hat mit Neuer am Tor das erste Spiel 3:0 verloren, also ich würde sagen, das hat relativ wenig auszusagen, gerade steht es 4:1, also die werden doch schon ganz schön abgeschossen. Von Hoffenheim, damit endet der erste Spieltag und die zweite Bremen-Mannschaft hat mit 4:1 gegen Hoffenheim verloren. Hierbei muss man aber sagen, nehmen sich die beiden Mannschaften eher relativ wenig. Wir hatten einmal die Mannschaft mit dem 99er Torwart, die 3:0 verloren haben und auf der anderen Seite die Mannschaft mit dem 99er Stürmer, die 4:1 verloren haben. An der Stelle könnt ihr natürlich mal wieder sehr gerne eure Predictions unten in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, dass wie eben der 99er Torwart mit Manuel Neuer es auch ein 99er Stürmer mit Robert Lewandowski schaffen kann, diese Bremen-2-Mannschaft in der Bundesliga zu halten? Schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal nach 3 Spieltagen die Bundesliga-Tabelle an. Tatsächlich ist Werder Bremen 2 das Schlusslicht der Bundesliga. Aus 2 Spielen, 2 Niederlagen, 1 Tor bisher erzielt, eben durch Robert Lewandowski und 6 Gegentreffer kassiert. Tordifferenz von -5 mit eben 0 Punkten. Logischerweise, wenn man noch keinen Sieg oder Unentschieden geholt hat, dann hat man eben auch 0 Punkte. Aber man muss auch sagen, es sind bisher nur 2 Spieltage vergangen und ich denke mal, Werder Bremen 2 hat noch ein bisschen Luft nach oben. Ich selber glaube aber, um ehrlich zu sein, nicht daran, dass Lewandowski
Lewandowski mit einem 99er Rating es schaffen wird, diese Werder Bremen 2 Mannschaft in der Bundesliga zu halten. Wahrscheinlich sind die Teamkollegen einfach zu schlecht und dementsprechend hat Lewandowski relativ wenig Futter, was er eben auch in Tore verwerten kann. Das ist ja beim Keeper noch ein bisschen anders, der ist ja, würde ich sagen, ein bisschen mehr auf sich alleine gestellt. Aber wir ziehen einfach mal keine voreiligen Schlüsse, simulieren zur Saisonhälfte und schauen da mal, wo sich die Werder Bremen 2 Mannschaft mit 99er Lewandowski zur Saisonhälfte befinden wird. Zur Saisonhälfte angekommen bin ich dann auf jeden Fall sehr gespannt, wo sich Werder Bremen 2 jetzt in der Bundesliga-Tabelle befinden wird. Also werden sie weiter Schlusslicht sein oder gab es vielleicht jetzt irgendwie eine Phase in dieser ersten Saisonhälfte, wo sie doch tatsächlich Punkte gesammelt haben? Das und mehr werden wir jetzt herausfinden. Der Blick auf die Bundesliga-Tabelle verrät nicht nur, dass der 1. FC Köln gerade auf dem 2. Platz ist und das, obwohl sie nicht auf dem letzten Platz sind, sondern eben auch, wie man sehen kann, dass sich die 2. Mannschaft von Werder Bremen momentan auf dem Relegationsplatz befindet, besser als die echte Bremen-Mannschaft momentan. Aus 16 Spielen 5 Siege, 1 Unentschieden, 10 Niederlagen, 14 Tore erzielt, 25 Gegentreffer bekommen, Tordifferenz von minus 11 und 16 Punkte bisher geholt. Also das ist doch, würde ich sagen, noch relativ gut dabei. Also der Abstieg, der ist auf jeden Fall noch nicht klar für diese Mannschaft. Jetzt mal der interessante Blick auf die Spielerstatistiken und da sehen wir Robert Lewandowski bei den Torjägern auf dem 14. Platz liegend mit 5 Toren, die er bisher für Werder Bremen 2 erzielt hat. Dazu bei den Top-Vorlagengebern auf dem 6. Platz liegend mit 3 Vorlagen, genauso wie ein weiterer Spieler von Werder Bremen 2. Die meisten Spiele ohne Gegentore haben Jahrstein, Bürki und Radetzky, gefolgt von Manuel Neuer, Castells und so weiter und so weiter. Und dann schauen wir mal ein bisschen weiter nach unten und sehen da auf der 17 liegen den Keeper von Werder Bremen 2, der auch, muss man sagen, immerhin beachtliche 2 Spiele ohne Gegentor hat. Aber dennoch finde ich dieses Ergebnis bisher ziemlich überraschend. Also ich hätte nicht erwartet, dass Bremen 2 hier überhaupt irgendwelche Schnitte haben wird in der Bundesliga. Aber bisher der 16. Platz vor Freiburg und Mainz liegend. Also das könnte sogar noch was mit dem Klassenhalt werden für Bremen 2. Übrigens hat Lewandowski einfach mal eine Freigabesumme von 401,6 Millionen. Nicht schlecht für ein 99er Rating. Das wäre es dann aber, würde ich sagen, jetzt erstmal mit der ersten Saisonhälfte. Damit würde ich sagen, springen wir zum Ende der Saison und schauen, wo sich Werder Bremen 2 zum Ende der Saison befinden wird. Ob man vielleicht den Relegationsplatz gehalten hat, die Klasse gehalten hat oder doch im Endeffekt abgestiegen ist. Das und vieles mehr gilt es herauszufinden. Ich finde das Ganze diesmal noch ein bisschen interessanter als mit dem 99er Torwart, weil da war man ja, glaube ich, zur Saisonhälfte 13. Und jetzt ist es auf jeden Fall ziemlich interessant, weil man auf diesem Wackelstuhl ist, weil man auf dem 16. Platz, auf dem Relegationsplatz sich befindet. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie viele Leute es Lewandowski zugetraut haben, diese Mannschaft hier zum Klassenerhalt zu führen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich war selber, um ehrlich zu sein, keiner, der daran geglaubt hat, hatte ich ja auch schon erwähnt, aber ich würde sagen, genug jetzt hier um den heißen Brei herumgeredet. Wir springen zum Ende der Saison. So, im Mai 2018 angekommen, bin ich jetzt aber wirklich gespannt. Einmal spannende Musik bitte. Hat es Werder Bremen 2 wirklich geschafft, die Klasse zu halten? Ist man abgestiegen? Ist man auf dem Relegationsplatz, also auf diesem Wackelstuhl? Oder hat man es, wie gesagt, wirklich geschafft, auf einem Platz wie 14, 15 oder 13 zu landen? Das und vieles mehr gilt es auf jeden Fall jetzt herauszufinden. Okay, gut, wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass wir als Hamburger SV in der Relegation sind. Welch Wunder und Überraschung. Also ich weiß wirklich nicht, wie die das machen, aber Werder Bremen 2 ist auf dem 14. Platz in der Bundesliga vor Schalke, Hamburg, Hannover und Freiburg. 34 Spiele, 10 Siege, 6 Mal unentschieden gespielt, 18 Niederlagen und das mit 30 Toren, die man erzielt hat, 51 Gegentoren, einer Tordifferenz von minus 21 und 36 geholten Punkten. Also wer wirklich fest davon überzeugt war, dass Lewandowski es schafft, Werder Bremen 2 in der Bundesliga zu halten mit dem 99er Rating, der hat auf jeden Fall meinen Respekt und auf jeden Fall einiges an Mut, denn das hätte, um ehrlich zu sein, glaube ich, fast niemand erwartet. Nicht mal ich, wie gesagt. Also ich hatte keinen Funken Hoffnung, 2 Spieltage gesehen, 2-mal unglaublich krass auf die Schnauze bekommen, muss man sagen. Ich glaube, die hat eine Tordifferenz von 1 zu 6, also das war jetzt nicht gerade überragend und ich dachte, dass es halt so enden wird, quasi, dass man vielleicht so am Ende der Saison 10 Punkte haben wird, aber 36 Punkte, das ist schon sehr ordentlich. Die erste Bremen-Mannschaft hat natürlich mal wieder die komplette dritte Liga zersägt mit 38 Spielen, 27 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen, einer Tordifferenz von 49 und 86 Punkten. Während die Top-Torjäger der Bundesliga mit Volland, Robben, Reus, Rodriguez, Konoplyanka und, nee, Müller gehört nicht mehr dazu, jeweils 15 oder eben 14 Tore erzielt haben, reicht
Leipzig, der 99er-rated Stürmer Robert Lewandowski auf dem 7. Platz sein. Also hat da nochmal einiges an Boden gut gemacht und hat 13 Tore insgesamt für die zweite Mannschaft von Werder Bremen 2 erzielt. Dazu dann auch noch 6 Vorlagen. Also Robert Lewandowski war insgesamt von 30 erzielten Toren an 19 beteiligt und das ist deutlich über die Hälfte. Also auch ein 99er-Stürmer hat so einen großen Impact auf eine dritte Liga-Mannschaft, dass man es sogar schaffen kann, mit dieser Mannschaft in der Bundesliga zu bleiben. Auch der Keeper von Werder Bremen 2 hat sich nochmal ordentlich nach vorne gekämpft in dieser Ohne-Gegentor-Statistik. Da hat er 6 Spiele ohne Gegentor. Das entspricht genauso vielen Spielen wie Leno und Fährmann. Das ist schon sehr ordentlich. Um jetzt nochmal rückblickend auf die Frage dieses Experiments zurückzukommen, ob ein 99er-Stürmer es tatsächlich schaffen kann, eine Drittligamannschaft in der Bundesliga zu halten. Diese Frage kann man entgegen allen Vermutungen, dass es eben nicht klappen wird, dass man wahrscheinlich am Ende der Saison 10 Punkte holen wird. Diese Frage kann man tatsächlich im Endeffekt mit einem ganz klaren Ja beantworten, denn der 14. Platz ist deutlich mehr als der Relegationsplatz, mit dem wir hier die Saison mit dem Hamburger SV beenden. An der Stelle war es dann aber auch mit dem heutigen FIFA 18 Karrieremodus-Experiment-Video, ob eben ein 99er-Stürmer es schaffen kann, eine Drittligamannschaft in der Bundesliga zu halten. Diese Frage können wir wie gesagt mit Ja beantworten. Vergiss nicht, weitere Vorschläge für weitere Experimente unten in die Kommentare zu schreiben. Ja, und tatsächlich haben wir es sogar vollbracht, in der Relegation mit dem HSV abzusteigen. Einmal 2:0 gegen Ingolstadt verloren und einmal 1:0 gewonnen. Das müsste eben der Abstieg bedeuten. Der HSV scheint also doch nicht unabsteigbar zu sein. Wir haben das Ganze hier irgendwie ironischerweise im FIFA-Karrieremodus vollbracht. Wie gesagt, das war's an der Stelle mit diesem heutigen FIFA 18 Karrieremodus-Experiment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch gefallen solche Videos ja scheinbar sehr gut. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da auf das heutige Experiment. Würde mich mega freuen, wenn wir vielleicht die 3600 Likes vom letzten Experiment so ein bisschen angreifen können. Vor allem eben dafür, dass die Spannung, finde ich, bei diesem Experiment noch ein bisschen mehr da war als beim letzten. Ansonsten, falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann tu das Ganze auf jeden Fall sehr gerne komplett kostenlos. Werde ein Teil der Hashtag DGTVArmy und supporte mich auf meinem Weg zu den 100.000 Abonnenten. Und ansonsten habe ich nicht mehr so viel zu erzählen. Wenn ihr das Video bis zu dieser Stelle hier geschaut habt, dann schreibt auf jeden Fall mal sehr gerne den Hashtag Klassenerhalt unten in die Kommentare. Haben wir auf jeden Fall mal die treuen Zuschauer, die die Videos bis zum Ende wirklich schauen. Können wir eben sehen, welche das Ganze so sind. Oder eben die, die bis mindestens zum Ende skippen. An der Stelle verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Start in die Woche, beziehungsweise eine wunderbare Restwoche. Bis dahin, haut rein und ciao.